Hey Leute, hier ist der Steffenmeister. Wir drehen gerade unsere neueste Episode für euch in Sanford. Morgen heißt es für uns wieder Ballern mit dem Gripmonster. Aber wir haben auch unseren Venom dabei. Beide Autos, frisches Setup, frische Schuhe drauf. Das wird richtig geil. Das Wetter wird cool sein. Nicht wie letztes Jahr. Ihr wisst, letztes Jahr hatten wir ein bisschen Regen. Ich freue mich total und sag mal bis morgen. Steffmeister, morgen, alles gut? Morgen. Alles gut, viel los heute, ja, ne? Geht. Also geschlafen habe ich nicht so gut, weil meine Stimme immer noch nicht so gut ist. Deswegen hoffe ich, wir haben einen vernünftigen Ton. Falls nicht, sorry dafür. Ja, wir sind in Sanford hier. Mal wieder mit unserem Gripmonster. Ja, ich freue mich. Habe ich meine Kennzeichen gerade gemacht. So, ein bisschen Liebe zum Detail bitte. Ja, wir kleben jetzt noch Startnummern, machen noch Luftdruck, machen so 2-3 Warm-up-Runden. Und dann geht's rund. Muss doch nicht filmen wie ein alter Mann hier einsteigen, oder? Leicht Stimme kaputt, möglicherweise. Aber das Schöne ist, wir sind in Sanford. Was haben wir dabei für euch heute? Wir haben unseren super seltenen Lotus 311 dabei. Und bevor wir jetzt mit unserem neuen Kunden abgegeben, dieses POV-Style und euch eine schöne Fastlap noch mit präsentieren, erkläre ich euch kurz, was wir hier haben. Also der 311 hat grundsätzlich einen Toyota-Motor drin, einen kompressorgetriebenen Toyota-Motor mit 3,5 Litern. Das sieht aber echt ganz ordentlich aus. Ich mache das mal für euch ein bisschen auf hier. Könnt ihr mal reingucken. Das ist so richtig Motorsport-Style für die Straße. Ne? Ja, und diese Klappe, die ist echt hier, das ist nur Fiberglas, wie man hier sieht. Diese Struktur hier, das ist alles, also im Prinzip ist das an der Oberfläche zwar schwarz und schön glatt mit unserem super schönen Venom Design, aber es ist im Prinzip alles super, super leicht. Ich setze die Klappe direkt wieder drauf. Ja, ihr seht, das ist was für Dumme. Selbst ich kann das. Braucht man keinen Mechaniker für. Ja, aber wir haben hier keinen normalen 311. Wir haben modifizierte Bremsen. Wir haben eine größere Bremse. Wir haben eine Schmiedefelge in 18 Zoll, 17 Zoll, Kombination vorne 17, hinten 18. Und wir haben sehr, sehr scharfe Bremsbeläge. Das heißt, wenn wir an den Anker trittst, brutal, was sich da tut, echt übel. Und dann haben wir noch Aerodynamik modifiziert. Wir haben diese sogenannten Kanals haben wir montiert, auf beiden Seiten. Wir haben den hinteren Heckflügel höher gesetzt. Wenn man jetzt von hier aus genau über das Auto guckt, sieht man, dass der Flügel ähnlich wie beim ähnlich wie im GT2 RS von der Höhe her ausgestattet ist. Hier hinten ist noch ein Gurney drauf geklebt, testweise auch für heute. Und ja, was leider nicht so schön ist, in Sanford sind wir zu laut. Das heißt, wir haben schon heute die schwarze Flagge kassiert. Stand dann auf den Tafeln drauf, Black 31, und dann heißt es rausfahren. Wenn ihr das nicht macht, wollt ihr nicht mit den Streckenposten das Gespräch führen. Also solltet ihr das jemals haben, schwarze Flagge mit einer Nummer drauf, ihr seid gemein und ihr müsst dann leider rausfahren. Ja, wir haben heute das Auto auf den sogenannten Einsitzer umgebaut. Wir haben den zweiten Sitz ausgebaut. Wenn man hier reinguckt, sieht man den Gurt. Den haben wir einfach festgemacht vernünftig, damit da nichts hin und her fliegt. Kommen wir aber jetzt, bevor wir weitermachen, nochmal eben zum Innenraum. Versuche mich hier mal reinzuquälen. Damit das nicht ganz so hart ist, hat Lotus das schon ganz gut gelöst. Gibt es Snap-on-Lenker. Das ist eigentlich ganz cool. Und es ist halt tatsächlich nichts für alte Leute. Also schon gehöre ich ja nicht dazu. Also insofern Snap-on wieder drauf. Zack. Und ja, man hat hier ja gar nicht so viel. Ne? Ihr wisst ja, Hand gerissen, 6 Gang. Machen wir die Zündung an. Nehmen wir das Lenkrad ab, damit ihr mal ein bisschen besser gucken könnt. Ja, was haben wir hier an ich habe hier eigentlich nur eine Lichtsteuerung. Einen sogenannten Notaus für Motorsportfahrzeuge, für Veranstaltungen, damit ich per Hand hier schnell den Strom trennen kann. Warnblinkanlage und Engine Start Stop. Klingt auf jeden Fall herrlich, der Wagen. Man hört jetzt nicht mehr so viel, weil wir den Schalldämpfer drauf haben. Aber, tja, ansonsten ist das eine reine Fahrmaschine.
Dadurch, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, wird die Runde heute da hinten der junge Mann fahren. Der Noah wird so lieb sein und für euch eine Hotlap in den Asphalt zimmern. Und ich hoffe, es gefällt euch. Guckt euch die Runde noch an und dann wünsche ich euch ein tolles Leben. Bis dann. Das war Zandvoort mit dem Gripmonster und Venom. Also ja. Thor und Venom formal. Ne? Ja, Thor. Der Noah hat heute wieder die Hotlap gefahren. Ich persönlich bin zwar auch ein bisschen gefahren, aber bin froh, dass wir den Mann haben. Wir haben euch echt eine gute Show gefahren. Sehr gut gemacht. Danke. Wirklich? Sehr, sehr gut. Dieses Teil hier. Also wenn wir mal ehrlich sind, du ärgerst dich ein bisschen, ne? Ich habe ein volles Kanonenrohr. Muss ich jetzt noch eine kurze Story erzählen. Also, wir sind 1,4835 gefahren. Wir nehmen mal mit Laptimer und Handy ab, ist etwas rudimentär, aber so ist das immer bei uns. Funktioniert. Aber, ja, funktioniert. Normalerweise. So, jetzt haben wir hier eine, also ich sag jetzt nicht, was wir drauf haben, aber sagen wir mal unser Geheimrezept, glaube ich, ist das jetzt, ne? Ja. Das ist schon hart. Das ist schon so hart, wie geil dieses Auto jetzt fahrbar ist, ne? Ja, das ist so unfassbar. Hart. Wirklich das geil. Es hat hundertprozentig funktioniert und das, was das Ding jetzt macht, das ist, ja, das ist schwierig in Worte zu fassen. Das ist wirklich nicht normal. Also pass auf, für die Fachleute unter euch. Ihr wisst ja, neuer Reifen auf dem Auto, den ziehst du nicht sofort mit Vollgas über die Strecke. Nee. Den musst du erstmal 2-3 Runden einfahren. Ja, voll. Luftdruck machen und. So, und nach diesem Prozedere in Runde 3, wo wir eigentlich da gar keinen Luftdruck gemacht haben, ist der Bursche schon 1,4835 damit geballert. Also ich würde jetzt mal raten, dass du so auf die 1,46 runtergekommen bist oder noch runter, 1,45. Ja, diese 1,48, ich weiß nicht, ob man sieht, aber die war ja noch mit Aufhalten mit allem. Also ich sag jetzt mal, falscher Luftdruck, 1,45, sagen wir mal so, scheiße. Wir kommen. Das wird nicht schnell gesagt. Ja, aber wir liefern ja immer nur Beweise, also muss authentisch sein. Die 1,4835 haben wir euch gerade vorgespielt. Ja. Die war authentisch, die haben wir aufgezeichnet. Die ist auch top. Der Sound war ein bisschen kacke, das haben wir danach behoben, aber so ist das nun mal bei uns Amateuren. So, aber für euch nochmal ganz kurz zu den Autos. Der hat mal wieder 1A funktioniert. Ja, volles Programm. Tanken, Öl auffüllen, tanken. Und einmal Radwechsel. Ja. Brutal. Bei ihm hatten wir leider ein bisschen Pech. Wir wollten euch eigentlich nämlich eine Doppelfolge servieren mit unserem Thor. Wir haben nämlich ein cooles Setup drauf auf dem Auto auch. Also hat mir schon ganz gut gefallen. Ja. Lief auch schon sehr rund. Aber jetzt guckt mal hier. Safety first, Leute, safety first. Da ist uns nämlich ein Radbolzen beim Radwechsel leider abgerissen.
Und mit nur noch 4 Radhorn solltet ihr nicht auf der Rennstrecke fahren. Das hätte man tun können, aber es muss nicht sein. Wir haben gesagt, Sicherheit geht vor. Vor, genau. Und das sollte für euch das Stichwort sein, wenn ihr ballern geht, egal wo, natürlich am liebsten auf der Rennstrecke, weil da gehört es hin. Achtet immer darauf, seid sicher unterwegs. Damit verabschieden wir uns, oder? Ja, ich denke, das ist ein gutes Stichwort. Schlusswort, Entschuldigung. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao.